Um Wärme zu übertragen, gibt es die Wärmeleitung und die Wärmeströmung. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt nämlich noch eine dritte Form der Wärmeübertragung, nämlich die Wärmestrahlung. Was das ist, um das zu checken, stellt euch mal Folgendes vor. Die Sonne schickt ihre für uns lebenswichtige Energie zu unserer Erde, 150 Millionen Kilometer weit entfernt. Und wie macht sie das? Wärmeübertragung durch Wärmeleitung und durch Wärmeströmung scheiden dafür aus. Diese beiden Übertragungsformen gibt es nämlich nur in Materie, wo eben irgendwas leiten oder strömen kann. Im Weltall ist aber nichts, da herrscht nur Vakuum. Es muss also noch eine andere Übertragungsmöglichkeit geben. Und hier kommt die Wärmestrahlung ins Spiel. Die Wärmestrahlung ist nämlich die Art der Wärmeübertragung, bei der die Wärme durch elektromagnetische Wellen übertragen wird. Elektromagnetische Wellen? Genau, das ist nämlich die Sonnenstrahlung. Sonnenstrahlung besteht aus dem Licht, das wir sehen können, aber es gibt auch noch unsichtbare Bestandteile. Die Infrarot- und die ultraviolette Strahlung. Alle drei gehören zur elektromagnetischen Strahlung. Je nach Wellenlänge haben sie unterschiedliche Energie. Die Infrarotstrahlung hat eine längere Wellenlänge und weniger Energie als das sichtbare Sonnenlicht. Die UV-Strahlung hat eine kürzere Wellenlänge und mehr Energie. Am meisten Energie haben Röntgen- und Gammastrahlen. Also kurze Zusammenfassung. Je kürzer die Wellenlänge, desto größer die Energie der Strahlung. So, wenn's nicht gerade schüttet wie jetzt, dann treffen also diese elektromagnetischen Strahlen der Sonne auf die Erde. Und was passiert da? Die Strahlen werden zum Teil aufgenommen, also absorbiert, und zu einem anderen Teil wieder reflektiert, je nach Bodenbeschaffenheit. Es kommt aber auch auf die Art der Strahlung an. Im Sonnenlicht steckt ein Anteil UV-Strahlung, die ist unsichtbar. Frisch gefallener Schnee reflektiert UV-Strahlen zu 95%, also immer Sonnenbrille tragen. Ein anderer Teil des Lichts ist Infrarotstrahlung. Die wird vom Schnee dagegen weitgehend absorbiert, also geschluckt. Wenn der Schnee so viel Infrarotstrahlung absorbiert, dann muss er die gespeicherte Energie ja auch irgendwann wieder loswerden. Und je größer die Absorption, desto größer ist auch die Emission. Vor allem nachts strahlt Schnee intensiv Infrarotstrahlung aus und kühlt sich dabei besonders stark ab. Daher liegt die Temperatur über einer Schneedecke ein ganzes Stück unter der Temperatur von unbedecktem, bewachsenem Boden. In unseren Breiten können tiefere Temperaturen als minus 15 Grad nur dann auftreten, wenn der Boden schneebedeckt ist.